Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder Zeit für eine Runde Nightbanes. Das Collectible Card Game. Ja, der Event ist vorbei. Neue PvP-Saison ist angekündigt für den 14.07. Da steht es Chronicles of Blood. Nightbanes PvP-Saison 4 angekündigt, ja. Also, für nichts ist nichts, weder mit dem noch mit dem anderen. Okay, muss ich mit leben. Da gibt es wieder das. Und jetzt gehen wir erstmal in den Gildenbereich, da habe ich mir die Belohnung schon geholt und hier habe ich meine, oh, habe ich erst 4 Siege, da geht noch eine. Schauen wir mal, inwieweit ich das dann hier auf die Reihe bekomme. Nehmen wir erstmal eine aus dem Spiel. Oh. Er kam nochmal zurück. Ob es was gebracht hat, ist die andere Frage. Jetzt ist er kaputt. Na gut, wenigstens der ist auch kaputt. Nehmen wir den hier. Pups. Der ist leider Gottes gefesselt. So, dann schon wieder kaputt. Ach. Also, ich sehe schon, diese Runde wird wohl nichts werden. Diese Runde kann ich wohl knicken. Knickende Optik, ja, ist klar. Ja, schön. So, nochmal für nächste. The next one Pleiase. Achso, Scheibenklasse, jetzt habe ich meine Dunkelgabe rausgehauen. Dabei war das gar keine. Ich habe den jetzt verwechselt. Mist, ey. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich echt doof jetzt. Vielleicht reicht es ja trotzdem zum Gewinnen diesmal. Ein bisschen Glück. Da er ja unten viel am Spawnen ist, könnte das eventuell gut sein, ne? Wenn die hier oben auch mal ein bisschen Schaden anrichten würden, wäre es ja schön, ne? Aber irgendwie... Da könnte ich es auch anspucken, da würden sie genauso schnell von kaputt gehen. Könnte ich jetzt auf den Bildschirm rotzen. Siehst du, passiert auch nichts. Ja, sah am Anfang nicht so schlecht aus und jetzt wird's scheiße. Ist halt so. Soll ich jetzt versuchen, ein anderes Watchfit zu finden? Nö, ist so. Es sieht scheiße aus und es ist einfach scheiße. So. Erledigt. Nächste. Was ein Spaß. Was ein Spaß, ey. Da geht mir gerade Hut hoch bis zum Anschlag, ey. Oh, tolle Wurst. Oh, und das Scheiß-Artefakt hat er auch noch da oben. Oh Mann, ey. Ja, super. Toll. Ja, ist klar. Oh Mann, ey, ist schon wieder das Artefakt da draußen. Das kann doch nicht wahr sein. Und ständig wird hier meine Blutlust immer ruff. Ständig die Blutlust geklaut hier. Hau doch jetzt endlich mal da oben die Deppe da weg. Mann, ist es dann so schwer? Meine Fresse. Oh, sieht ja so aus, als könnte es vielleicht mal funktionieren. Hm? Bist du verrückt? Wie ist denn das passiert? Tatsache geschafft. Super. Wahnsinn. So. Questbereich. Der Event ist ja rum.
Also fehlen mir jetzt noch hier die letzten drei, dann probieren wir erstmal die hier, ne? 36 von 50. Machen wir erstmal den da, fertig, ja. So. Heute gibt es, glaube ich, ein kurzes Video. Wieso haltst du hier, du Vogel? Hat das einer gesagt, dass du das sollst? Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, der ist aber hartnäckig hier, ne? Ich bin auch doof, oder? Wenn ich mal so mache, ist er eigentlich relativ weg. Oh! Hat er mir hier eingeklaut. Ah, ich habe gewonnen. Juhu! So, ja, Fußballspieler oben geht auch gleich los. Aha. Was Spieler blockiert? Wer dann? Ich blockiere doch gar keinen. So, den nehmen wir aus dem Spiel. Den hat er geheilt. Den machen wir mal einsatzbereit. Irgendwann fällst du auch um. Jetzt im Moment noch nicht, aber es wird nicht mehr lang dauern. Kannst du auch nicht unendlich wiederbeleben, du Vogel. So. Da haben wir einen platt gemacht. Frechheit, ne? Zombo Brutalos sind einsatzbereit. Die hauen jetzt natürlich dann dazu. Zumindest einer ist einsatzbereit, ne? Ach so, der kann die ja klonen. Oh Mann, da habe ich mir selber ein Ei gelegt. So ein Mist, ey. Der klont meine... Oh, der klont meine, ja. Scheibenkleister. Ja, jetzt habe ich mich selber... Habe ich mir selber ein Ei geschenkt. Das ist ja super. Also, merken, keinen Zombie-Brutalo. Nicht einen davon. Keinen Zombie-Brutalo. Muss ich mir irgendwie hinter die Ohren schreiben. Obwohl hinter den Ohren ist doof, weil hinter den Ohren kann man so schlecht lesen. Also es geht auch, wenn man keinen Zombie-Brutalo spielt, geht's doch. Keinen Zombie-Brutalo. Dann denken, wenn er kommt, keinen Zombie-Brutalo. Der lebt ja immer noch da oben. Haben wir mal einen weg. Wir nehmen der? Den. Das ist gut. Der ist sowieso weg. Sehr schön. Quest wieder. Nein, keinen Zombie Brutalo. Keinen. Nicht einen, sondern keinen. Mensch. Das wäre beinahe schon wieder schiefgegangen. Keinen Zombie Brutalo. Egal was du spielst, keinen Zombie-Brutalo, keinen. Oh. Oh, und der ist auch noch wieder da, super. Na, wenigstens habe ich ihn jetzt weggekriegt. Egal was du spielst, keinen Zombie-Brutalo. Noch lebt er. Keinen Zombie-Brutalo. Keinen Zombie-Brutalo. Mensch. Der liegt aber auch immer so, dass du da schon am liebsten gleich drauf drücken willst, ey. Ja, geschafft. Erst den hier. Dann jenen. Dann nehmen wir nochmal aus dem Spiel. Dann jenen. Dann kommt der dran. Oh, Heilung ist nicht so verkehrt, ne? Heilung ist schon mal ganz gut. Dann sind wir schon mal ein bisschen gerüstet, wenn jetzt gleich so ein Schaden auf alle kommt. Sehen Sie schon das Ding da? Sieht so aus, ja. Sieht so aus, als wäre Argentina schon am Singen. Was wir so sehen, nennen. Die Lippe bewegt sich im Moment nicht. Warte, ich mach mal den Ton an.
Also noch sinkt nichts. Und jetzt folgt wohl etwas besonnener der Schweizer Psalm. Schweiz. Achtung. Sehr gut. Richtig weggemacht. Da singt irgendwie auch keiner. Die gucken nur. Die gucken nur in die Kamera. Die Schweiz. Ja, also das wäre natürlich cool, wenn jetzt Schweiz weiterkommen würde und heute Abend Amerika. Und dann Schweiz gegen Amerika und ja. Und wir dann gegen eine von den beiden treffen würden dann später. Das wäre natürlich sensationell hier. So, das war's schon. Energie schon aus, die Maus oder was, ja. Gucken wir nochmal, wie es hier aussieht, ob noch ein, zwei PvP-Gegner sich finden. Und dann war's das auch schon heute für dieses Video. Vielleicht schaffe ich es ja wenigstens mal irgendwann bis hier zu kommen, oder bis hier sogar, oder bis hier, ja, ja. Dazu müsste ich allerdings die nächste Zeit viel PvP hier spielen und ja, das ist halt so eine Sache, da fehlt mir irgendwie momentan halt auch die Zeit dafür, ne? Leider. Ja. Ich muss ja noch arbeiten, ich muss ja mit normaler Arbeit mein Geld verdienen. Ja, so sieht's aus. Oh, den kann ich einfach so kaputt machen, das ist natürlich super. Den könnte ich auch einfach so kaputt machen. Das ist natürlich auch super, ne? Ich glaube, ich sollte auch mal einen von denen kaputt machen, wenn es geht, vielleicht den. Also hauen wir mal den raus. Hat er auch gleich die richtige zerstört. Das ist gut. Das ist sehr schön. Und an denselben Ort wie ich, ne? Dann könnte er ja auch diese Fähigkeit nutzen, könnte mir meinen da unten klauen. Noch macht er es nicht. Hm. Bis jetzt fehlt mir noch ein bisschen die Einsicht, warum er es nicht macht, aber es sieht noch nicht so gut aus für ihn. Ne? Also... Jetzt ist es eigentlich schon zu spät, fast, wenn er es jetzt macht. Ja, das ist definitiv zu spät. Bom. Habe ich ja tatsächlich gewonnen, ne? Cool. Ja, einen ganzen Punkt habe ich gekriegt. Naja. Das hat sich aber auch gelohnt, ne? Das rentiert sich. Das rentiert sich. Sowas aber auch. Oh, da oben läuft gerade Cola-Werbung. Bei der Gelegenheit trinke ich schon mal einen Schluck Cola Zero. Keine Werbung, ich werde eh nicht für bezahlt. Aber ich trinke halt gerne Cola Zero. Warum Zero? Weil es mehr nach Cola schmeckt. Schmeckt mir besser wie Light. Aber mittlerweile, man sagt ja immer so, Cola Zero schmeckt mehr nach der normalen Cola. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Weil wenn man wirklich mal vergleicht, also man könnte mir jetzt hier drei Gläser hinstellen, Cola, Cola Zero und Cola Light, und ich könnte genau rausfinden, welches ist welche. Es schmeckt schon anders, aber ich finde halt, Cola ist dem normal, die Zero ist dem normalen Cola Geschmack näher wie die Light. Die Light hat so einen etwas noch anderen Geschmack. Und ja, deswegen. Was mir gar nicht schmeckt, ist Pepsi und sowas. Das ist überhaupt nicht meins. Aber ganz gar nicht. Ganz gar nicht. Ja. Aber gut, jeder Mensch hat einen anderen Geschmack. So soll es ja auch sein. So soll das ja auch sein. Und jetzt gucken wir mal, was der hier so für ein Deck hat. Und ob ich jetzt hier gleich eins auf die Oma kriege. Nehme ich mal den hier dazu. Der macht ja auch ab und zu noch ein bisschen Schaden. Dann sollte ich vielleicht mal mein Heilungsartefakt hier nehmen. So, jetzt wird hier geheilt und da heilt er sich nicht. Nö, okay.
Der macht ja diese Runde noch nichts. Dann lasse ich noch mal eine Runde leben und hauen erst in der nächsten Runde aus dem Spiel. Nehme ich jetzt. Ja, gebracht hat es mir nichts. Der Oma hat jetzt aber auch gut Heilung aus dem Köcher gezogen, gell? Der hat jetzt aber ordentlich hier was aus dem Hut gezaubert. Also der ist wohl jetzt weg. Ja. Sieht so aus, ne? Und mir gehen die Ideen aus, was ich hier spielen soll. Da vorne, der wird andauernd gefesselt. Das ist natürlich auch toll. Dann ist der natürlich jetzt auch gleich im Eimer. Ja. Ist jetzt so, wie es ist. Mückenschiss. Ja, das war's dann jetzt wohl. Wird's dann wohl gewesen sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Ja, das kriege ich nicht mehr. Fertig hier. Aus die Maus. Aus die Maus, Ende Gelände, Schluss im Bus. Das wird eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, das jetzt noch rumzureisen. Der ist auch schon wieder gefesselt. Ja, das war's. Gut, ein Versuch noch, falls noch jemand kommt, falls sich noch ein Gegner findet, probieren wir es noch einmal. Und ansonsten halt nicht. Ansonsten war's das dann für heute. Aber mal gucken, ob noch einer kommt. Tick-Tack, Gegner gefunden. Ah, wen habe ich denn da? Das ist doch die, habe ich nicht gehe ich die verloren. Ebe. Ah, nee, das war eben die, gegen die ich gewonnen habe. Ah, ja, genau. Das war die, gegen die ich gewonnen habe. Das finde ich gut. So, und jetzt, was ist hier? Hast jetzt keinen Bock mehr, weil ich vorhin gegen dich gewonnen habe, oder was? Das war die, wo ich einen Punkt bekommen habe, oder? Das hat sich gelohnt, ja, genau. Wo ich gesagt habe, das Rentier zischt. Aufgegeben, einen Punkt geschenkt. Okay, dann versuche ich noch einmal. Vielleicht gewinne ich noch mal ein Match. Oder verliere. Man weiß es nicht. Sagt mein Handy. Handy sagt nichts. Okay. Suche Gegner, sagt der Bildschirm. Handy sagt nichts. Der linke Bildschirm sagt nichts. Der rechte Bildschirm sagt Suche Gegner und oben drüber der Bildschirm sagt 0:0 nach 4 Minuten 27. Sehr schön. Drei Bildschirme um mich rum. Da fehlt noch einer, oder? Da geht noch einer. Da geht noch was. Ich habe ja noch einen. Ach nee. Wackelzahn. Da habe ich überhaupt keine Chance gegen. Mit meinem Billigsteck. Da kann ich ja gar nichts gegen ausrichten. Was soll ich denn dagegen machen? Ja. Der trümmert dem jetzt gleich noch irgendwie so eine Waffe oder Rüstung drauf und dann bin ich schneller kaputt, wie ich gucken kann. Ach, Jesus. Ach. Halle. Juhi. Guck. Ein bisschen lebt er noch. Ne? Bis jetzt ist er einsatzbereit. Könnte. Jetzt kommt er mit der Rache an. Eisewei. Hat er noch eine Rache? Wenn ja, ist vorbei. Nee.
Sollte ich mir hier wirklich nochmal den Allerwertesten retten? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wie habe ich das geschafft? Mit meinem Free-to-Play-Deck. Das ist wahrscheinlich von vom Wackelzahn irgendwie so ein neues experimentelles Deck. Ach, ey. Meine Artefakte alle kaputt. Uiuiui, aber jetzt packt er der Orbi aus. Super. Puh. Jetzt gibt es hier eine auf die Oma. Das ist ja wirklich ein echt abgefahrenes Deck hier, muss ich mal sagen. Ne? So, der haut den wohl weg. Ja. Das sah kurzzeitig so aus, als könnte ich gewinnen, aber ja, es wäre ja wohl nicht Wackelzahn, wenn da nicht noch einiges in der Hinterhand stecken würde. Und das war's. Ja, so viel dazu. Also dann, ja, sage ich danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dann. Aloha.